Was geht ab? Und damit willkommen zurück zu diesem erneuten Stumble Guys Video. Heute mit einer ultimativ krassen Challenge. Und zwar dürfen wir erst durchziehen, wenn wir irgendwelche krassen Abkürzungen oder irgendwelche Tricks gemacht haben. Ihr kennt es ja, auf jeder Map kann man irgendwelche Abkürzungen machen. Hier und da, Sprünge da, hier durch. Das machen wir heute. Wenn wir das nicht schaffen, müssen wir am Glücksrad drin oder dürfen gar nicht erst in die nächste Runde rein. Es wird eine wirklich krasse Challenge, die mich ganz viel Schweiß und Blut kosten wird. Aber egal, für euch mache ich das, wenn euch das Ganze gefällt. Lasst mir gerne einen Post, wir werden auf das Video da. Abonniert den Kanal, sonst würde ich sagen, das ist gerade ein Video, let's go! Okay, unsere erste Map ist hier Kennenclimb und ihr wisst ja, hier gibt es ja schon die ein oder andere Abkürzung. Die schaffe ich nicht immer am Anfang, aber wir sind gezwungen, die hier zu machen. Und zwar funktioniert die so, einmal hier hochspringen. Jetzt haben wir sie auch direkt geschafft. So, jetzt müssen wir hier am Rand entlang laufen, hier kurz warten, bis die Kanone kommt. Haben wir easy geschafft. So, jetzt hier drüber. Okay, das schaut doch schon mal sehr gut aus hier in der ersten Runde. Jetzt müssen wir hier kurz runter. Den Charme jetzt bitte nicht verkacken. Haben wir auch hinbekommen. Sehr nice. Hier schon mal ein fettes GG an die Gegner. So, und dann sind wir auch hier richtig easy schon im Ziel drin hier. So schnell ging das. Wir sehen uns direkt im Halbfinale, Leute. Let's go. Okay, Halbfinale, Icy Heights. Und ihr wisst ja, hier gab es mal einen richtig kranken Trick. Da konnte man hier vorne draufspringen und über die ganze Map fliegen. Aber das geht ja schon seit längerem nicht mehr. Aber hier gibt es trotzdem super kleine Abkürzungen. Was heißt Abkürzungen? Einfach hier, um ein bisschen safer halt ins Ziel reinzukommen. Oder hier eine kurze Abkürzung hier drüber springen. Ganz einfacher Hase ist das hier. Hier lässt sich nicht besonders viel machen, ist klar. Jungs und Mädchen, es gibt immer ein paar Maps, wo man nicht ganz so viel machen kann. Aber wir versuchen hier trotzdem auf jeder Map ein bisschen irgendwas zu machen. Und auch hier kommen wir aber auch ganz easy. Hier kommt nochmal eine schöne Drehung. Und dann sind wir auch hier direkt fürs Finale qualifiziert. Ich würde sagen, wir sind im Finale. Let's go. Okay, Finale Block Dash. Und hier gibt es ja auch so ein, zwei Tricks. Zum Beispiel, wenn man irgendwie so zwischen zwei Stacheln ist, kann man sich da irgendwie ein bisschen hochboosten lassen. Ich würde sagen, wir probieren das hier auf jeden Fall. Ich bezweifle zwar, dass ich das hinbekomme, weil ich habe das noch nie irgendwie richtig hinbekommen. Aber hier einen fetten Boxer, den kriege ich auf jeden Fall in hier. Und wenn der Typ jetzt rausfliegt, der ist einfach rausgeflogen. Wie lost. Was ein Bummi, Alter. Was ein Bummi hier. So, wer will hier direkt den nächsten Boxer? Hier will jemand direkt den nächsten Boxer. Hier, zack, Junge. Raus mit dir. Oh mein Gott, wie hat er das? Habt ihr gerade geschafft, was der hier für ein Slide gehabt? Habt ihr gesehen, was der für ein Slide gemacht hat, der Typ? Der hat ja hier wirklich alles gegeben. Und was macht Jungs? Jungs, ey, du musst springen. Du musst springen. Ey, der war einfach zu lost. Wir konnten keine Tricks machen. Ja, egal. Als Strafe gehen wir schnell in die Lobby und machen 5 Spins am Glücksrad. Und dann sehen wir uns auch direkt in Runde Nummer 2. Easy peasy. So, wie ihr wisst, fehlen uns immer noch ein paar von den grünen, gewöhnlichen und seltenen Skins. Deswegen machen wir hier schon mal direkt als Strafe 5 Spins, weil wir in der letzten Runde leider keine Tricks machen konnten. Okay, ich weiß gar nicht, ist ein neuer Skin. Das war sehr nice. Den haben wir noch gebraucht. Und haben wir den auch schon? Ich weiß gar nicht. Ja, leider ein Duplikat. Schade. Und wir kriegen einen epischen, Digga. Epische hab ich alle. Come on. Und was kriegen wir hier? Haben wir den schon? Haben wir den schon? Haben wir auch schon. Auch ein Duplikat. Okay, letzter Spin. Und wir bekommen ein... Haben wir die schon? Ja, haben wir auch schon. Ja, okay. Ein neuer Skin. Ach, scheiß drauf. Ich würde sagen, Leute, wir gehen direkt rein in Runde Nummer 2. Let's go. Okay, zweite Runde. Wir kriegen hier wieder Icy Heights. Und ihr seht, ich habe jetzt gerade meinen Fußball-Skin ausgerüstet. Ist ja... Also in Fortnite sind es ja die größten Sweater-Skins. Mal gucken, ob wir hier vielleicht jetzt mit so einem Fußball-Skin hier ein bisschen mehr Glück in Stumble Guys haben. Und auch wenn man nicht so viel Abkürzungen hier in Icy Heights machen kann, im Vergleich zu den anderen Spielern haben wir hier einen riesengroßen, enormen Vorsprung schon durch unsere kleinen Sprünge da. Also ich würde es hier auf jeden Fall nochmal zählen lassen, auch hier drüber. Und zählt das als Trick, Leute? Oh Gott. Ah! Okay, warte, wir müssen hier nochmal richtig ins Ziel rein. So, machen hier nochmal eine fette Drehung. Zack, Junge. Jetzt sind wir auch im Ziel und sehen uns direkt im Halbfinale. Easy peasy. Wir kriegen jetzt im Halbfinale wieder Kennenclimb. Anstatt mal hier ein paar neue Maps, sowas wie Super Slide, wo ich wirklich krasse Tricks auch kann. Aber okay, das ist eine Map, wo ich nicht immer unsere Abkürzung hinbekomme. Aber wir haben sie wieder First Try geschafft. Sehr nice. Okay, jetzt hier, Achtung Leute, jetzt hier warten. Hier warten, bis die Kanone rauskommt. Yes, jetzt weiterlaufen. So. Ich glaube, das sieht gut aus. Wir haben hier einen guten Vorsprung durch unseren Trick. Jetzt hier nicht verkacken, jetzt hier nicht verkacken. Ah, nein! Scheiße! Egal, egal. Wir kriegen jetzt mal Versuch Nummer 2 hin. Gar kein Stress hier. Gar kein Stress. Dafür machen wir hier nochmal einen fetten Boxer, Digga. Weg mit dir, Junge! Und weg mit dir hier. Komm, kriegen wir noch einen zweiten Boxer hin. Zack, Junge! Double Boxer! So ein Ding ist das! Und dann sehen wir uns auch im Finale. Hoffentlich.
fertig mit dem nice Game jetzt, Alter. Let's go. Digga, also man könnte echt denken, ich spiele ja nochmal dieselbe Runde. Wir haben einfach alle drei Maps gleich bekommen wie in der ersten Runde. Soll das hier irgendwas heißen, Stumblegeist? Ist das irgendein Zeichen hier? Bam, Junge. Ich sehe ja maximal das Zeichen dafür, dass wir wieder boxen müssen hier. Und hoffentlich diesmal ein paar gute Gegner hier. Ich will echt endlich mal hier ein langes Finale haben hier im Blockdash. Wenn ihr mir schon dreimal die gleichen Maps gebt hier. Zack, Junge. Boom, weg mit dir. Und das... Oh Gott, hat er aber Glück gehabt, der Kollege. Hat er aber Glück gehabt, der Kollege hier. Nochmal bam, Junge. Ich liebe den Boxy-Mode. Ich liebe ihn einfach hier. Komm, ein fettes Haha geht raus. Aber ich glaube, die sind ein bisschen besser als der Spieler wie vom letzten Mal. Zack, Junge. Okay, 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 okay. Ich glaube, der könnte das eventuell nicht mehr schaffen. Oh Gott, er hat es geschafft. Er hat es geschafft. Er ist gut dabei, Leute. Er ist gut dabei. Hier, zack, Junge. Du kriegst immer einen Boxer. Und da ist der nächste auch raus. Oh mein Gott, jetzt hier nicht rausfliegen. Nicht rausfliegen, nicht rausfliegen. Und. Oh Gott, der Grüne hier scheint echt nicht schlecht zu sein. Das scheint wirklich ein guter Spiel. Oh nein, der ist raus. Der ist raus. Wir haben den nächsten Sieg. Easy. Und wir konnten wieder keinen Trick machen, weil es wieder zu zeitig aussah. Wir müssen einfach wieder 5 Spins machen, Leute. Egal. Wir gehen in die Lobby und machen die nächsten 5 Spins. Let's go. So. Aber es war schon echt merkwürdig, dass wir gerade wieder die gleichen Maps, also die exakt gleichen Maps, die zuvor bekommen haben. Aber egal. Wir machen unseren ersten Spin hier. Mal schauen, was wir bekommen. Und wir bekommen einen. Ja, den haben wir safe schon. Ja, Schmutz. Und nächster Skin ist, haben wir den schon? Ist neuer, sehr wichtig. Und wir kriegen Feuerwehrmann Sam am Start. Nice. Und wir kriegen... Ah, den haben wir 100% schon. Das war klar. So, ich glaube, letzter Spin jetzt. Und die haben wir auch schon. Schade, Marmelade. Ja, egal. 2 neue Skins. Ist okay. Ab in Runde Nummer 3. Okay, Runde Nummer 3 mit dem Pantomim-Skin hier auf der Map Teilvoll. Und ich weiß, viele sagen jetzt, ja, hier gibt es wieder gar keine Tricks. Also, es gibt auch hier nicht viele Tricks. Es gibt einen kleinen Trick, den wir hier machen können. Und das ist so der Basic-Trick, dass man, wie gesagt, am Ende eine Stufe skippt. Aber es ist auch nichts Besonderes hier, um ehrlich zu sein hier. Das ist jetzt eine Stufe hier, zack. Oh ne, warte mal, das war... Scheiße, das warte mal, das dürfen wir nicht. Wir müssen doch mal hier rüber. Wir müssen nämlich ab hier. Wir müssen so machen, sonst seht das nämlich gar nicht als Trick, Leute. Weil das war nämlich schon die letzte Plattform. Aber ihr habt es gesehen, ich habe extra nochmal einen kleinen Trick gemacht, damit es ja auch zählt, Leute. Wir sehen uns direkt im Halbfinale. Easy peasy, rein da. Endlich, darauf habe ich gewartet. Super Slide. Und jetzt kann ich euch mal zeigen, was ich hier drauf habe auf dieser geilen Map hier, Leute. Und Achtung, jetzt ganz genau aufgepasst, ihr springt hier rechts hoch. So, jetzt landen wir direkt hier auf der Seite. Jetzt fliegen wir hier auf der Seite entlang, machen hier einen langen Jump auf ganz entspannt. So, gehen hier drauf, gehen hier auf den Rand, jumpen hier rüber, Leute. Hier direkt nochmal den nächsten Jump mitnehmen. So, Achtung, jetzt auch hier drauf, auf den Rand, hier hoch. Und wenn wir es jetzt hinbekommen, ja, richtig nice. Auch, oh mein Gott, nein. Ah, nein, oh Gott, wir schaffen es vielleicht noch. Oh mein Gott, und wir kriegen... Nein, scheiße. Versuch Nummer 2. Oh mein Gott. Ey, wir müssen uns noch qualifieren, Leute. Ey, ey, komm, bitte. Oh nein. Okay, wir haben aber... Ich denke, wir haben genug Tricks gemacht, Leute. Hauptsache, wir qualifieren uns hier noch. Sonst wird es ja nämlich ein bisschen eng. Okay, wir haben am Ende das nicht ganz hinbekommen. Aber ich würde sagen, wir haben genug Tricks gemacht hier auf der App Super Slide. Dann würde ich sagen, gehen wir erfolgreich rein ins Finale. Let's go! Okay, Finale Laser Tracer. Sehr geiles Finale. Aber hier kann man nicht wirklich viele Tricks machen. Ich würde sagen, wenn wir hier Leute in den Laser boxen, ich würde das heute mal als Trick zählen lassen, weil hier geht das sonst wirklich nichts anderes. Das heißt, wir müssen hier mindestens einen Kill machen, indem wir hier jemanden boxen hier. Warte mal, komm. Zack, Junge. Und nice, den haben wir schon mal rausgeboxt. Sehr wichtig. Kriegen wir noch einen zweiten Boxer hin hier auf Ehrenlos? Kriegen wir noch einen zweiten hin? Fliegen alle schon so raus, weil die alle lost sind? Ja, Biene Maya, du musst mal springen hier. Zack, Junge. Ja, easy. Und da haben wir auch den nächsten Sieg in Runde Nummer 3. Wir müssen diesmal hier keine Spins machen. Freut mich sehr. Ja, würde ich sagen, gehen wir direkt rein in Runde Nummer 4. Let's go! Die nächste Map hier mit der lieben Biene Maya ist Bingo Round. Hier gibt es ja auch keine wirklichen Tricks. Haben wir unseren eigenen Trick so mehr oder weniger. Und zwar geht der so, dann hier rüber springen und jetzt hier hoch. Das ist nicht wirklich irgendwie eine Abkürzung. Es ist mehr oder weniger eher, ich würde mal sagen, eine Verlängerung. Aber wir müssen ja hier irgendwie Tricks machen. Das ist, glaube ich, der einzige Trick, den man hier groß machen kann. Wobei das ist schon irgendwie ein bisschen besser. Weil hier können wir jetzt einfach wirklich easy durch. Und hier sparen wir uns enorm Zeit. Also das war schon irgendwo eine Abkürzung. Jetzt sind wir auf einmal wieder ganz vorne hier mit dabei. Wären wir nicht jetzt hier gehittet worden von diesem komischen Training da. Aber ist gar nicht schlimm. Okay, hier sind schon die nächsten. Jetzt hier einfach ganz gekonnt rüber. Zack, Junge, auf die Plattform drauf. So, zack. Wo ist der Nächste? Wo sind die Hallo? Ich wollte den Boxer machen. Was schmeißt du mich denn runter? Zack.
Kack, Junge. Ich bin vor dir im Ziel. Indiana Jones. Was los, Junge? Easy rein ins Halbfinale, Leute. Easy peasy. Okay, das war's komplett hier. Also Fußball jetzt hier. Wo kann man hier irgendwelche Tricks machen? Wobei, hier kann man eigentlich viele Tricks machen, weil das ist ja Fußball irgendwie, ne? Hier kann man ja schon viele Tricks machen mit dem Ball. Also, das würde ich auch zählen lassen. Aber Gabe hat hier schon das erste Tor. Wir können doch hier nicht in einem Teamgame schon reinlosen, Jungs. Ey, warum denn ein Teamspiel? Ich bitte euch. Okay, wir haben schon ein Tor, steht 1-1. Und da geht das zweite Tor rein. Let's go. Und ein Boxer rein hier. Zack, Junge. Zack, Junge. So, 3-1 steht. So ein Ding ist das. Okay, da haben wir gerade das vierte Tor reingemacht. Und es steht jetzt schon 4-1. Aber Gabe hat gerade auch noch eins reingemacht. Ich hoffe, wir schaffen das hier noch. Oh nein, da geht der nächste rein. Jungs, wehrt ab, Jungs, ihr müsst abwehren. Nein, Jungs, ihr müsst abwehren. Was macht ihr denn? Ey, komm jetzt, vorpushen, vorpushen. So ein Ding ist das. Ich würde sagen, Leute, ich muss hier mindestens ein Tor machen noch, damit die Challenge hier als, die Challenge hier mit erfolgreich absolviert ist. Und das Tor muss ich reinmachen. Zack, Junge. Lumex macht das nächste Tor, Junge. Easy peasy und noch hinterher. Let's go. 6-4, Alter. Was wollt ihr, Gabe, hä? Was willst du, Gabe, hä? Was willst du, Gabe? So ein Ding ist das. Wir sind hier gerade ganz allein. Wir können hier einfach vorrushen und machen hier nochmal ein Tor rein. Zack, Alter. Hier. Easy, haha, sag ich da. Hier, es steht 8-5 und das nächste Tor macht Lumex rein, Alter. Und noch, komm, noch eins. Wir haben noch eins reingemacht. Nice. Okay, let's go. Rein ins Finale. Also anstatt das hier mal ein ordentliches Finale, gönnt mal Lava Rush oder Lava Land mal wieder. Gönnt ihr mir hier Jungle Roll? Aber okay, hier gibt es auch die ein oder anderen Tricks, die wir machen können. Und ich sehe schon, der Skin vor uns macht hier Rambazamba. Den müssen wir ja mal einen Boxer hier geben, sonst wird das hier nichts mehr mit unserem Sieg. Und zwar jetzt hier, Leute, passt auf, hier gibt es so einen kleinen Trick. Ah, den können wir gerade gar nicht machen, weil hier leider ein Loch war in der Rinne. Aber egal, wir machen ihn noch so, ja, okay, so halb. Vielleicht können wir ihn ja hier machen. Und zwar können wir hier nämlich runterrutschen. Und jetzt können wir hier so sliden, Jungs. Ihr seht das hier, zack. Jetzt können wir hier einfach die ganze Zeit so ein bisschen slittern und können jetzt hier schon richtig easy rein. Jetzt verlangen sie mir noch ein bisschen auf den Seilen, schaben hier rüber und machen auch schon mal ein fettes Haha an die Gegner hier. Was los, Jungs? Wo seid ihr? Wo sind meine Gegner hier? Komm, wir gehen hier mal ein bisschen auf Aussichtsplattform. Komm, schon mal ein fettes Chichi an euch. Guckt mal, was ich für einen Abstand habe, Alter. Wir lassen es uns hier gut gehen und machen hier einen ganz, ganz easy peasy Sieg. Komm, wir gehen sogar außenrum auf Süß. Wir gehen sogar außenrum, Jungs. Zack, Alter. Und damit ist der Sieg unser. Bam. Nice, Leute. Damit geht die vierte Runde auch wieder an uns. Ich würde sagen, auch diesmal wieder keine Spins. Wir haben wirklich überall irgendwelche Tricks rausgehauen. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein in Runde Nummer 5. Let's go. Okay, in der nächsten Runde hier Pirate Patch. Direkt hier ganz vorne mit dem Piratenskin. Und natürlich auch hier gibt es den einen oder anderen Trick. Ich hoffe, wir schaffen den hier direkt zu Anfang, weil hier ist so ein Gedränge. Und zwar hier hoch, Leute. So, dann können wir uns das ganze Gedränge hier sparen. Auch hier können wir einfach hochjumpen, Leute. So, jetzt laufen wir hier einfach auf dem Zaun und können vielleicht hier, leider nicht mehr den Jump mitnehmen. Ist egal, wir kommen hier trotzdem hoch. Ansonsten mal einen Boxer reinballern. Und jetzt kennt ihn wahrscheinlich einfach hier am Rand entlang laufen. Hier können wir nämlich nicht getroffen werden von diesen komischen Hammerdingern. Einfach hier am Rand entlang laufen. Zack, Digga, gar kein Stress. So, jetzt hier. Hier einen Jump machen. Können wir gar nicht gehen. Wir werden jetzt kurz einen Boxer machen, damit wir hier aufhören zu sliden und direkt hier drüber springen können. Und dann sind wir auch hier direkt mit einem Easy-Ding rein im Ziel. Ich würde sagen, direkt rein ins Halbfinale. Let's go. Halbfinale hier wieder. Jungle Roll hier. Das ist ein ganz einfaches Ding. Aber Leute, schreibt mal in die Kommentare. Geht es nur mir so oder habt ihr auch das Gefühl, dass manche Maps in letzter Zeit richtig selten kommen? Also es ist ultra lange her, dass ich Lava Land mal hatte. Es ist ultra lange her, dass ich mal irgendwie Lava Rush hatte. Also diese Map mit diesen Lava, wo man auch das ähnlich wie Jungle War hat, nur mit Lava. Das hatte ich auch ultra lang nicht mehr. Also das sind so zwei Maps, die gefühlt einfach gelöscht wurden. Also ich habe die schon so ultra lang nicht mehr bekommen. Man kriegt hier wirklich immer dieselben Maps. Das ist echt langsam ein bisschen Abfuck hier. Also ich mag Jungle War trotzdem übelst. Aber ich finde, die sollten trotzdem mal wieder ein bisschen mehr Lava Land oder sowas reinbringen hier. Weil das ist ja wirklich richtig komisch hier. Die ganze Zeit dieselben Maps hier. Aber auch hier wieder ein fettes Chichi an meine Gegner. Ich weiß nicht, was ihr hier macht, Jungs. Aber ich bin hier schon wieder im Ziel. Und würde sagen, wir gehen rein ins Finale. Let's go! Ja, Finale. Wieder Block Dash, Mann. Gönn doch mal Lava Land hier, ja? Hier. Hier muss ich hier wieder direkt einen Boxer raushauen, oder was, Jungs? Hä, was ist hier los? Ja, da weinst du, bist du traurig. Ja, jetzt kriegst du erst recht einen Boxer für mich, du kranke Schwester. Jetzt zack. Oh, hast du Glück gehabt. Leute, ich gebe der kranken Schwester heute noch einen Boxer ab. Die kriegt dir heute noch richtig eins auf den Dötz hier. Komm, 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 komm. Zack, Junge. Kriegst eins auf den Dötz. Nice. Hier, komm, fettes Haar an euch geht raus. Ah, du lachst. Der No-Skin ist ja am Lachen. Ich hoffe, du weinst jetzt. Zack, Junge.
hier. Was ist los? Ich glaube, die schafft es jetzt auch nicht mehr. Die schafft es nicht mehr wegen meinem Boxer, die Arme. Ha, ja. Die hat es nicht mehr geschafft, die Arme. So, Soldat. Was ist hier los? Hier. Ich glaube, der schafft es auch nicht mehr jetzt, ne? Der schafft es auch nicht mehr. Hat er Glück gehabt? Hier war er ganz close am Start hier. Zack, Junge. Da muss hier direkt nochmal ein Boxer rausgehauen werden, ihr. So, jetzt hier. Ja, nicht verkacken hier. Hier, so, jetzt hier direkt nochmal hier, zack, einen Boxer rausgeben. Hier. Und da hat er wie. Der ist gut. Endlich mal hier einen würdigen Gegner für uns, Jungs und Mädchen. Vielleicht können wir hier. Wir müssen ja hier heute ein paar Tricks machen. Achtung, jetzt machen wir den Trick. Jetzt machen wir ihn. Wir machen den Trick, Jungs. Ja, das würde ich zählen lassen. Irgendwie war ja schon ganz smart so, der Ruf. So. Leute, wir haben den nächsten Sieg geholt. Aber bevor ihr welche wieder in den Kommentaren rummeckern, ey, Lumex, das war kein richtiger Trick. Ja, entspannt euch. Ich mache für euch auf Ehre nochmal hier 5 Spins, Leute. Wir gehen hier direkt rein hier in die Lobby. Zack, Alter. So, in den Shop rein hier. Direkt nochmal 5 Spins für euch auf Nacken. Wir haben nicht genug Juwelen? Scheiße. Haben hier noch 3 Spins. Wir haben noch 3 Free Spins, Jungs und Mädchen. Dann machen wir noch einen Free Spin auf hier. Zack. Ja, jetzt muss ich wenigstens einen neuen Skin gönnen hier, ne? Ja, doch kein Stumble-Token. Oh mein Gott, was für ein Stumble-Token. Ja, was für. Okay, nächster Spin. Let's go. Zeig, was bekommen wir. Oh. Und neuen Skin. Oh, was für. Den haben wir doch auch schon. Ja, okay, komm. Komm. Letzter Spin. Dann machen wir noch 2 am Glücksrad. Und. Wir kriegen. Digga, das ist nicht dein Ernst. Das ist doch nicht euer Ernst hier. Was für 3 Stumble-Tokens. Ja, egal. So. Haben wir schon mal 3 Spins weg? Jetzt können wir nochmal einen hier machen. So, komm, gönn was Nices. Gönn hier was Nices. Einen neuen Skin. Kein Duplikat. Er gönnt einen epischen Skin. Nee, den haben wir aber auch schon. So, okay, haben wir 4 Spins gemacht. Jetzt machen wir noch einen einfach. Komm, einen epischen. Komm, Special Skin. Und wir kriegen den Pinguin. Egal. Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne eine positive Bewertung da, abonniert den Kanal. Und ansonsten sehen wir uns morgen um 18 Uhr zum neuen Video. Ich würde sagen, bis dahin, ich bin raus. Ciao.